in Position. Und die Boxen öffnen sich zum fünften Rennen, dem Wettbewerb Com Cup an der 2000-Meter-Marke. In der Bahnmitte geht Chano nach vorne mit Queen's Crown. Queen's Crown jetzt im Vorteil. Es geht das erste Mal am Ziel vorbei. Dahinter sieht man dann Lady Charlotte mit Chano und Domstürmerin. Dann Lanchetti mit Askman Girl und Ostseeperle. Weiter außen dann Flying Rocket. Weiter in den Lalit, dann Picanto. Und dahinter folgt dann Caracasa mit Max Dubois am Ende des Feldes. So galoppiert das Feld in die Gegenseite hinein. Queen's Crown an der Spitze mit anderthalb, zwei Längen vor Lady Charlotte und Chano in dritter Position. Dahinter dann die Gruppe mit Domstürmerin an der Innenseite Aspen Girl und dann sieht man Lanchetti mit Lalit und Ostseeperle, dann Flying Rocket mit Picanto, Caracasa und Max Dubois am Ende des Feldes. Am Mittelpunkt der Gegenseite keine Positionsveränderungen, gleichmäßiges, durchaus zügiges Tempo, das vorgelegt wird von Queen's Crown. Vor Lady Charlotte und Chano, dahinter dann Domstürmerin mit Aspen Girl und Lanchetti mit Lalita, Ostseeperle mit Picanto, Caracasa, dann Flying Rocket und Max Dubois. So geht es jetzt in den Schlussbogen hinein. Unverändert ist Queen's Crown vorne. Queen's Crown mit Lady Charlotte und Chano im Gefolge. Dahinter in vierter Position, dann außen Domstürmerin mit Aspen Girl, dann Lanchetti und dahinter sieht man Lalita. So geht es in Richtung des Einlaufs auf die letzten 500 Meter zu. Unverändert ist Queen's Crown vorne, die letzten 400 Meter brechen an Queen's Crown mit dem Kommando. Dahinter versucht es Lady Charlotte an der Außenseite. Da versucht jetzt auch Lanchetti zu kommen. Aspen Girl ist auf dem Vormarsch, aber Queen's Crown an der 300 Meter Marke ist weiter vorne. Aspen Girl kommt jetzt aber besser in die Partie und ganz an der Außenseite auch Picanto, aber unverändert. Queen's Crown vorne noch 100 Meter. Queen's Crown vor Aspen Girl, die versucht es. Queen's Crown aber vorne. Heute geht alles nur von vorne. Queen's Crown gewinnt vor Aspen Girl, dahinter dann Chano, dann Lanchetti, dann Lalit und dann der Innenseite, dann Caracasa mit Picanto und dann Lady Charlotte mit Flying Rocket, Domstürmerin, Ostseeperle und Max Dubois, der nie vom Ende wegkam.